Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Lyrism Lit 2. Ach nee, den Spruch habe ich schon ganz oft gebracht, oder? Wir reden jetzt mal mit dem Schmied, mit Wilson. Es sieht hier nach einer Menge Arbeit aus. Das ist es auch, mein Junge. Sag, was du willst und dann geh bitte wieder. Ich habe noch viel zu tun. Schöne Kanonen hast du da. Finger weg! Die bleiben schön hier. Keine Lieferung, bis das Handelsverbot wieder aufgehoben wurde. Ach, können wir nicht mal eine Ausnahme machen? Nix da kann ja jeder kommen. Die Anweisungen des Admirals sind eindeutig. Du bist doch dieser neue Captain, oder? Ja, richtig. Sieht man mir das an? Das auch. Aber vor allem wird über dich geredet. Tatsächlich. Und was erzählt man sich so? Die meisten hier glauben, dass du nicht lange durchhältst. Warum? Weil sie meinen, ich sei noch zu jung für ein Kommando? Nein, weil du zu neugierig bist. Du steckst deine Nase in zu viele Angelegenheiten. Sowas ist noch niemandem gut bekommen, glaub mir. Ach, ich hab's bisher ganz gut damit geschafft. Was muss ich tun, damit du mir trotzdem etwas verkaufst? Ich will dir nichts verkaufen. Aber wenn du fragst, was du tun kannst, sorge dafür, dass Kapitän Slane und Admiral Alvarez endlich ihre Streitigkeiten beenden. Sie sollten sich lieber überlegen, was als nächstes zu tun ist, anstatt sich zu bekämpfen. Na schön, du hast gewonnen. Also, wie viel? Das ist keine Frage des Goldes, mein Junge. Es ist eine Frage der Ehre. Natürlich. Ich will aber deine Kanonen haben. Na gut. Du würdest aus Ehrgefühl kein Gold nehmen? Unsinn. Das habe ich nicht gesagt. Ich will nur keinen Ärger mit dem Admiral wegen ein paar lumpiger Münzen. Da musst du dir schon etwas Besseres einfallen lassen. Ich habe ganz, ganz viele lumpige Münzen. Der Admiral ist ein harter Hund, was? Er war der beste Piratenkapitän, den ich je kennengelernt habe. Er war? Heute nennt ihn jeder Admiral. Er ist nun der Chef dieser Stadt. Wer kann das schon von sich behaupten? Du wirst gut beraten, wenn du ihn mit Respekt behandelst, mein Junge. Wie gut kennst du ihn? Gut genug, um zu wissen, dass man sich besser nicht mit ihm anlegt. Er ist zwar in die Jahre gekommen, trotzdem würde ich ihn nicht unterschätzen. Aber lassen wir das Gerede. Ich werde mich wegen dir jedenfalls nicht mit dem Admiral anlegen. Okay. Das oben provoziert ihn wahrscheinlich. Wir werden schon einen Weg finden. Wie auch immer. Ich habe jetzt zu tun. Kann man dir irgendwas klauen? Nee. So eine Kanone zu klauen, das wird auch, glaube ich, auffallen. Stört dich das? Nö. Okay. Eine Würgeranke. Ach, hier geht's schon eher nach draußen. Da will ich noch gar nicht hin. Ich will mir doch den Friedhof angucken. Ich glaube, der ist hier links. Also jetzt links. Oder? Ist das hier das Haus der Kapitäne? Und dann wäre das da hinten der Friedhof, dachte ich. Oder? Ich weiß nicht. Wir werden es uns auf jeden Fall mal alles angucken. Habe ich gerade eigentlich meinen... Nein, den will ich doch gar nicht anhaben. Ich will den Ring des Meisterschülers anhaben. Verdammter Blödsinn. Sonst verpasse ich ganz viel Ruhm. Und es bringt mir nichts. Halte durch, ich komme. Oh. Der ist auf jeden Fall eine gute Hilfe. Scheint mir. Wenn du darfst dabei bleiben, erstmal eine Weile. Komm, wo kommen die nächsten Sandteufel? Gar nicht. Okay. Wer bist du? Hey, du da. Komm mal her. Was willst du? Psst, nicht so laut. Wir wollen doch keine Aufmerksamkeit erregen. Ich habe da ein besonderes Angebot für dich. Interesse? Immer doch. Was hast du mir anzubieten? Ich verkaufe besonders seltene Waren, an die sonst keiner rankommt. Für Kapitäne habe ich manchmal einen besonderen Gegenstand da. Oder du siehst dir einfach mal meine anderen Sachen an. Wenn du zahlen kannst,
kann ich dir auch ein paar Tricks verkaufen. Ich mache dir einen guten Preis. Klingt doch interessant. Wieso versteckst du dich hier? Ich bin ein Reisender, der oft allein unterwegs ist, Junge. Und ich trage wertvolle Sachen bei mir. Da muss ich mir schon ganz genau aussuchen, mit wem ich Geschäfte mache. Verstehst du? Aber du siehst wie jemand aus, der ein gutes Geschäft zu schätzen weiß. Pass bloß auf bei dem Kerl. Der verarscht dich sonst. Ah ja, du bist ein Krämer. Wehe, du haust mich übers Ohr. Aber, niemals. Das werde ich schon noch sehen. Wo hast du die ganzen Sachen eigentlich her? Na hör mal, das ist mein Geschäft. Ich frag dich ja auch nicht, wo du den ganzen Krempel her hast, den du mit dir rumschleppst, oder? Auch wieder wahr. Und ich habe eine ganze Menge dabei. Ich will etwas Seltenes kaufen. Ich glaube, da habe ich etwas für dich. Wird dir gefallen. Aber ich werde dir nicht verraten, was es ist, bevor du es bezahlt hast. Ich soll dir Geld geben und weiß noch nicht einmal wofür? Du musst schon ein wenig Vertrauen haben, Junge. Wozu? Ich kenne dich doch gar nicht. Anders geht's nicht. Ich kann nicht riskieren, dass es sich rumspricht, was Quinn so Schönes dabei hat, wenn du verstehst. Du spinnst doch. Wer kauft denn die Katze im Sack, hä? Okay, warte, ich sag's dir. Also, ich habe hier den Tavernenschlüssel von Spencer, dem Wirt. Damit kommst du in den Raum, den er früher mal an Reisende vermietet hat. Hier hab ich noch eine schöne Schatzkarte. Garantiert kein Schwindel. Also, wie wär's? Das klingt gut. Nehme ich beides. Gib mir die Schatzkarte. Hier hast du sie. Gib mir Spencers Tavernenschlüssel. Okay, hier hast du ihn. Freut mich, mit dir Geschäfte zu machen. Echt gut, was er so hat. Zeig mir deine Ware. Aber sicher doch, lass dir Zeit. Sind zwar keine legendären Gegenstände, aber vielleicht hat er ja noch welche. Liebes Amulett brauche ich nicht. Schädelohrring. Das wäre eigentlich ganz cool. 200 Gold nur. Ja, warum nicht? Besser als das, was ich dabei habe, auf jeden Fall. Habe ich einen Kiefermeißel? Ich weiß es nicht. Ja, habe ich. Voodoo-Puppen brauche ich nicht. Was haben wir denn hier alles Schönes? Alter Dreispitz, der ist nicht so gut wie meiner, und außerdem ist meiner von Stahlbart persönlich. Ja, das ist ein bisschen besser. Den nehmen wir mit. Ja. Als hätte ich mir alle angucken sollen. Der hat jetzt 17 gekostet, hat 17 gehabt. Okay. Die anderen sind aber schlechter. Ich habe jetzt nicht überstürzt gekauft. Genau, die habe ich auch. Die brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Wäre schon ganz gut. Dann könnten wir die Diebeskunst nochmal plus 10 manchmal uppen. Also verbessern. Sagt man das so? Ja, ich glaube schon. Nehme ich auch mit. Und dir gebe ich... Warte, ich ziehe jetzt erstmal meinen Krempel an, damit ich nicht durcheinander komme. Nee, hier habe ich nichts gekauft. Ups. Ich drücke immer Escape einfach. Das ist keine gute Sache. Aber man kann auch einfach rechte Maustaste drücken. Na, sieht doch schick aus. Dann das Amulett. Kugelsicher bringt mir lang was. Und das setze ich dann einfach nur ein, wenn ich irgendwo diebesmäßig drauf sein will. Dann kann ich insgesamt plus 20 Diebeskunst mehr ab und zu mal machen. Klingt gut. Dann verkaufe ich dir jetzt alles, was ich über habe. Und die Bomben brauche ich anscheinend. Ich dachte, vielleicht braucht man die, um die irgendwo hinzutun. Dann kann man Wände aufsprengen. Ich dachte da irgendwie an Zelda. Aber vermutlich sind die eher für den Kampf gedacht. Ein Schüchtern brauche ich ja eigentlich auch nur während Dialoge. Dann kann ich den ja eigentlich auch anlassen, weil der bringt mir noch kugelsicher. Ich werde wahrscheinlich nur selten dran denken, aber dann habe ich sowas halt. Und wenn ich es dann mal brauche, habe ich's und kann es benutzen. Ihr wisst sicher, wie ich das meine. Kann ja nicht schaden, so nach dem Motto. So, und was kannst du mir beibringen? Zeig mir ein paar von deinen schmutzigen Tricks. Was genau? Ach so, schmutzige Tricks. Du bist also so einer.
Ja, aber das will ich doch alles gar nicht wissen. Danke, nein. Gut, dann ziehe ich jetzt noch den anderen Ohrring an. Dann habe ich Einschüchterungsohrringe dabei noch zusätzlich. Und Diebesamulett und Ring. Hoffentlich merke ich mir das alles. Was haben wir hier hinten noch in der Kiste? Ist das seine? Na. Hoffentlich wird er nicht meckern. Fluchpuppe. Aha. Ich bin aber kein Voodoo-Mensch und das Messer da steckt auch nicht ganz richtig drin. Also es gibt so Kleinigkeiten, kleine Bugs, die ich aber einem 20-Mann-Team auf jeden Fall verzeihen kann. Und mir gefällt dieser neue Mantel. Der sieht gut aus. Der sieht echt schick aus. Dann werde ich da jetzt auf jeden Fall mal hochgehen. Wo ist denn die... Wo führt denn der Schatz mir eigentlich hin? Antigua. Naja, ein Schatz auf einem Felsplateau. Plateau. Wird mir hier auch schon was angezeigt? Nee. Dann gehen wir mal rein. Oh, da waren wir noch gar nicht drin in dem Laden, den ich gerade gesehen habe. Da muss ich auch noch rein. Ich muss so viel machen. Eine neue Insel. Hallo. Nerv nicht. Ich wollte es ja nur mal probieren. Dann gehen wir jetzt hoch. Hier sind auch noch Leute, mit denen ich reden kann. Oh Gott, so vieles. Einer geht noch. Hier kommt keiner mir nach. Es scheint so, als würde mir echt keiner nachkommen. Hoffentlich lohnt sich das Jadering. Okay. Ich habe kein Ritual, aber sonst wäre das richtig gut, vermutlich. Das hier scheint eine Art Tagebuch zu sein. Mal sehen. Da ich keinen Erben habe und bis zuletzt niemand in der Lage war, mich im Duell zu schlagen, werde ich das legendäre Geheimnis meines Erfolgs in das Grab meines Vaters legen und ins Exil gehen. Möge es eines Tages einem würdigen Nachfolger in die Hände fallen. Er hat ein Grab mit dem Namen Gibson hier verzeichnet. Das schreibe ich mir mal auf. Gibsons Grab. Ich vermute, das steigert dann einfach die Schwertkampfkunst. Gibsons Grab. Das ist da kann ich direkt hin. Das mache ich auch. Ich will einen Schatz heben. Habe ich Lust drauf. Ich will einen Schatz heben. Oder vielleicht einen legendären Gegenstand. Dann werde ich jetzt an ganz viel vorbeilaufen, was ich noch nicht kenne, ja, und werde es auch ignorieren. Sonst werde ich da ja nie hinkommen. Ich bin froh, wenn Captain Slane den Hafen wieder verlässt. Das höre ich aber noch. Erst kommen keine Waren mehr aus Tagarigua und jetzt kann man nicht mal mehr zu den eigenen Händlern. Ei, letztens wollte ich bei Wilson Kanonenfutter holen, aber der Sack hält sich strikt an das Embargo. Hast du schon gehört, dass er seine Pistole verspielt hat? Tatsächlich? Ja. Donovan bewahrt sie hinten in seinem Lager auf. So kann das gehen. Aha, eine nette Info. Vielleicht können wir, wenn wir diese Pistole haben, den Guten bestechen mit seiner eigenen Pistole quasi. Die können wir ihnen als Gegenleistung geben. Vielleicht ist das ja voll die gute Pistole. Das hier sieht auch schon so aus, als könnte da was vergraben sein, aber wir sind noch nicht da. Und ich glaube, man kann tatsächlich Schätze und sowas erst heben, wenn man die auch wirklich eingezeichnet hat. Denn ist das hier das richtige Grab schon oder ist das ein... Tatsächlich, hier sind zwei Gräber. Hier ist Nesirs und das von Gibson. Das ist schon der Piratenfriedhof oder der Kapitänsfriedhof. Da werde ich jetzt zwei Sachen direkt ausgraben. Ich bin ja ein richtig extremer Grabschänder. Ich hoffe auf einen legendären Gegenstand, der mir die Schwertkunst ein bisschen verbessert. Vielleicht auch plus eins auf Klingen. Das wäre ja das, was ich mir wünsche. Dann könnte ich Schmieden erlernen. Und müsste nicht noch mehr Ruhm da rein investieren. Das wäre echt toll. Ganz schön schwer. Das wäre echt toll. Nein, die Truhe. Den Schatz. Silbermaske, Klingenfest plus 10. Okay. Priestermaske. Klingenfest bringt es mir plus 10. Naja, gut. Es scheint ein legendärer Gegenstand zu sein. Da gucke ich mal. Sammlung. Silbermaske. Klingenfest plus 10. Oh, ist doch ganz schön. Ach, die kann man sich auch tatsächlich alle Gegenstände, da kann man sich so angucken. Finde ich nett gemacht. Finde ich echt nett gemacht, muss man sagen. Talent. Klingenfest. Wo ist denn das bei hier? 84. Das ist jetzt genauso wie kugelsicher. Ist doch ganz gut. Dann heben wir das zweite Grab aus. Und hoffen, dass wir die letzte Tagebuchseite von Stahlbart direkt hier finden, im Grab von Nesir.
Vielleicht hat er sie ja bei sich. Aber ich vermute, das wird nicht ganz so einfach sein. Aber ich kann es ja nicht wissen. Wir werden sehen. Komm schon. Na, was haben wir da? Nein, Nisirs Grabstein will ich nicht angucken. Na toll. Im Grab ist nichts. Kann man hier was zu den Sachen was sagen? Nee, O'Connell. Murray. Murray, habe ich den nicht eben noch gesehen? In einer Kneipe? Naja, egal. Wir gucken uns die ganze neue Location im nächsten Part weiter an. Das kann noch eine ganze Weile dauern, bis ich hier durch bin. Ich bin da ja immer sehr 100%-mäßig orientiert. Also, macht's gut, das war Risen 2 für heute. Euer Vogel. Tschüss.